Durchzutanken auf Düsseldorfer Seite. Das klappt aber nicht. Die Hamburgerinnen, die Titelverteidigerin, sie fangen halt ab. Über hinten geht das Spiel auf die linke Schusskreisseite. Und da ist dann auch wieder eine Düsseldorfer Abwehrspielerin, die das Ganze zugemacht hat, den Ball abgefangen hat. Der Konter zunächst unterbrochen, aber schwierig zu nehmen, der Ball auf halb links. Der kommt nach oben, Tor. Da war der Ball fast schon im Aus. Und der Kopf von der linken Seite zurück, wenn ich es richtig gesehen habe, auf Düsseldorf Spielerin mit der Nummer 11 zum 1:0. Das ist Julia Möllenberg, wenn ich das richtig gesehen habe. Es war eine verzwickte Situation ganz links am Tor. Das war eigentlich schon geklärt durch Yvonne Frank, die zugemacht hat. Irgendwie ist der Ball dann von der Auslinie. Ja, ist ja klar. Ist jetzt hier direkt vor unseren Kommentatorentischen. Ist es Sabine Mackert, die den Freischlag, den Self-Pass ausführt. Und sie bringt ihn über die rechte Bande nach vorne auf die Spielerin mit der Nummer 26, Elisa Grewe. Gefahr im Schusskreis von Yvonne Frank, der Hamburger Torhüterin. Und da holen die Düsseldorfer ihre erste Ecke heraus. Greta Gerke klatscht da ganz souverän ab. Und die gucken wir uns jetzt mal an, wie gut denn die Düsseldorferinnen bei den Ecken sind. Der OAC hat die erste Ecke direkt schon versemmelt, dank der wahnsinnig schnellen Torhüterin des Düsseldorfer HC. Und jetzt gucken wir mal auf der anderen Seite. Ecke aus rechts, Außenposition von rechts. Obwohl Angreifer hinter die eigene Mittellinie. So, jetzt aber wieder nochmal auf Sabine Marker. 2:0. Sicher flach ins untere Eck. Keine Abwehrmöglichkeit für Yvonne Frank. Normalerweise oder ganz viele rechnen bei dieser Variante immer mit irgendeinem Ball, der hoch in den Winkel geht, dass er mal flach ins Eck kommen würde. Das ist vielleicht sicherlich überraschend. 2:0 hier, die Führung. Für den UAC, 3 Meter vorm Düsseldorfer Kreis. Katharina Otte läuft die Hundekurve, aber super abgefangen von der Torhüterin vom Düsseldorfer C. Das ist Nathalie Kubalski und der Ball kommt nochmal vor das Tor. Wird allerdings gut kontrolliert von Steindor, von Market. Und es gibt Ecke, weil sie den Ball absichtlich ins Aus spielt. Knopf die richtige Entscheidung meiner Meinung nach. Ja, Mensch, das reicht dann schon aus, wenn man einfach nur in die Richtung führt.
führt, wenn er dann dabei ins Aus geht. Also so blöd ist die Michelin-Meister-Schieds, ich auch nicht, dass das schon. Da wollte sie einfach mal versuchen, die Düsseldorfer Abwehrspielerin. Ich weiß noch nicht, welche andere Möglichkeit. Mal Ecke von aus Linksaußenposition. Da steht der HuAC und ich wollte sagen, Roda Müller-Wieland. Gefährlich hoch, wird gesagt, zeigt Michelle Meister an. Das wundert mich jetzt. Es war ein sauberer Schuss, aber wie auch immer, er ist auf jeden Fall wiederum von Nathalie Kubalski gehalten worden, der Ball. Und wieder war sie sehr schnell draußen und wieder war die UAC-Ecke sehr langsam. Und der Konter des DAC zum 3:0. Daraus die Führung nach 16 Minuten und 44 Sekunden. Steht es hier 3:0. Für den Düsseldorfer HC. So, jetzt hilft mir mal auf die Sprünge. Selin Oroz hat es gemacht. Selin Oroz hat hinter dieser Schnittstelle. Die lässt uns hier drin. Dann brauchen wir den aber so, dass wir ihn nach vorne mitnehmen können, weil dann können wir auch mal alleine vorgehen. So. Und ich brauche Brettarbeit. Es geht dreimal flach nach innen vor den Toren. Ich brauche eure Brettarbeit, Leute, nicht mehr. Aggressiver als auch konzentrierter, die Düsseldorferin, wenn du denen in die Gesichter guckst, hören, die wollen das. Und beim OAC, ja, wie gesagt, die sind noch nicht auf Betriebstemperatur und da gibt es die Ecke für den OAC vielleicht jetzt. Nico Duschenburger hat vorher eigentlich einen Fehler moniert des OACs und regt sich darüber auf, aber dennoch die Entscheidung von Michelle Meister steht. Strafecke für den OAC Hamburg, also ein weiterer Standard. Zwei haben sie bis jetzt verballert. Bei dieser zweiten Verballerung entstand daraus die Situation für den Düsseldorfer HC zum 3:0. Wenn wir sagen, Linksaußenposition oder Rechtsaußenposition, wo der Ecke herkommt, also mit Schlägerstopper, hätte auch schlicht und ergreifend anders ausgehen können. Und sie machen den Anschluss zum 1:3. Lisa Altenburg, souverän rechts oben in die Ecke. Und ganz ehrlich, es hätte niemand was gesagt von den neutralen Zuschauern, denn im Grunde genommen die Ecke weitergelassen und Ruhe reinzubringen, deswegen, damit man konzentrierter aufbaut. Und das wollen die Düsseldorfer natürlich zerstören. Und da gibt es nochmal einen Freischlag am Kreis. Abstand nicht gehalten, 3 Meter. Auch das eine sehr knifflige Entscheidung hier von Michelle Meister. Auch hier kann man anderer Meinung sein. Das war vom Loslaufen her. Und für meine Begriffe sind die Proteste der Düsseldorferinnen völlig korrekt. Ich weiß es jetzt nicht. Das ist jetzt natürlich der zweite Hauer. Der Pfiff dafür hätte sein können, diese 3 Meter zu pfeifen. Das ist natürlich ein Wahnsinnsakt gewesen, weil die Spielerin war in der Rückwärtsbewegung keine falsche Entscheidung, muss man so sagen. Jetzt die Ecke von der anderen Seite vom OAC, beim Stoppen abgerutscht, Nachsetzer, Torhüterin unten und da ist ein Gerangel um die Torhüterin, Bulli-Entscheidung und die Ecke konnte diesmal von der anderen Seite vom OAC Hamburg nicht verwandelt werden. 8 Minuten und 30 Sekunden hier noch zu spielen in der zweiten Halbzeit. Bulli vor der 3-Meter-Linie. Und ausgeführt und wir hören rein. Ist auf allen Ecken geschenkt, fällt ihm nichts ein. Ja, verteidigt intelligenter im Schusskreis. Wir müssen da keine Zauberbälle rausspielen. Geht in Gerangel, sichert euch einen Bulli, gehen wir wieder raus. Hier noch 1 Minute 40, 50 auf der Uhr. Bleibt cool, unterstützt die Verteidiger, dass wir die anspielen können. Und jetzt gucken wir, dass wir vielleicht noch einen Konter setzen. Aber wenn wir mit 3-1 in Führung raus gehen, ist das sensationell. Ja, weiter geht's. Jetzt geht's weiter. Und der UAC attackiert früh. Dieser Altenburg rennt da sofort drauf. Und das ist wieder ein Fehlpass von Düsseldorf jetzt hinten. Die scheinen mit dem Druck nicht so gut zurechtzukommen, den der UAC jetzt hier entfacht. Eine Minute vor dem Ende. 4 Körpereinsätze bei Düsseldorf. Dieser Altenburg setzt sich toll durch. Super Aktion von dieser Altenburg. Setzt sich über links durch und kommt dann mit der Vorhand zum Abschluss. Hebt ihn elegant über Kubalski im Tor von Düsseldorf hinweg. Aber der Ball streicht im Tor vorbei. Gibt Abschlag für Düsseldorf. Und die versuchen sich jetzt, dem UAC nicht viel eingefallen ist. Und der Düsseldorfer HC 10 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit in meinen Augen verdient mit 3:1 führt. Der UAC muss sich was einfallen lassen. Vielleicht mit mehr Druck, so wie sie es in den letzten 2 Minuten gemacht haben. Aber auf alle Fälle können wir sagen, Düsseldorf hat hier eine couragierte Leistung gezeigt und führt verdient mit 3:1. Und damit zurück ins Studio zu Michael Donnermeier und Helena Klaus. Hockey Radio live, zweite Halbzeit. Momentan 3:1 für Düsseldorf und die UAC. Halbzeit bedeutet durchatmen, aber auch ein bisschen berieseln. Wir kommen gleich
Nico Sussenburger, der Düsseldorfer Trainer, der beordert seine Leute dann auch letztlich nach vorne. Greta Gerke hat sich da in Position gelaufen vor ihre Gegenspielerin. Da soll das Spiel auf die rechte Seite verlagert werden, so sieht es aus. Aber dann kommt der Ball nach links und die Ecke geholt. Ganz clever gemacht, mal eben Luisa Steindor den Ball kurz an den Fuß gelenkt und die Ecke rausgeholt, wobei hinter ihr war keine Spielerin. Bisschen dumm für die Hamburger Abwehrspielerin. Da war sie mit dem Brett nicht rechtzeitig unten, konnte ihre Füße nicht mehr schützen. Und deswegen jetzt eine Ecke zum Stoppen. Sabine Markert als Schütze und auf Linksablage ist Luisa Steindor. Das ist jetzt also die Aufstellung der Düsseldorfer Ecke. Michel Meister gibt frei. Da wartet die Rausgeberin schon richtig lange. Sabine Markert flach ins Eck mit ganz viel Gefühl an Yvonne Frank vorbei. Sie legt sich den Ball kurz nur mit dem Schläger vor. Im Schläger den Ball mit ganz, ganz viel Technik. Der Ball war nicht feste und damit lotste sie ein wenig Yvonne Frank nach innen und der Ball passte dann. Dem UAC eindeutig die Optionen fehlen. Jetzt noch einmal Bulli am Kreisrand, heißt 3 Meter vorm Kreisrand und das ist auch wieder ein Gewühl. Das endet mit einem Freischlag letztlich für den UAC Hamburg, der jetzt über halb links in den Kreis einrät. Leichter Schlenzball, aber die Torhüterin auf der Höhe und erreichte der Platz nicht genau. Rüber zum nächsten Möglichkeit für den UAC Hamburg. Da wird nachgesetzt, nachgedrückt, Nachschuss und der Ball knapp vorbei. Lisa Altenburg mit dem Nachschuss. Der hätte auch sitzen können, dann hätte es durchaus gepasst. So, die Düsseldorferinnen, das Publikum, die Düsseldorfer Fans, sie pfeifen hier gerade den Schiedsrichter aus. Sie sind mit der Eckenentscheidung, die es jetzt gibt, überhaupt nicht einverstanden, die von Gabi Schmitz getroffen ist. Jetzt stelle ich mich nämlich auch mal wieder hin, damit Lisa Altenburg als Eckenschützin. Sie bekommt den Ball und jagt den Ball hoch Richtung Tor. Eine Düsseldorfer Spielerin auf der Linie wehrt diesen Ball ab, aber es sah so aus, als wenn er vielleicht auch ohne Torwartabwehr, ohne Spielerabwehr wohl auch drüber gegangen wäre. Auf jeden Fall dann weiterhin aufzurücken. Natürlich riskiert man auf diese Art und Weise auch Konter durch den Gegner. Aber das müssen sie machen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die sind 4:1 hinten und es sind erst 9 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Sie haben also noch 21 Minuten und das ist eine Menge im Hallenhockey, die Nummer klar zu machen. Und da sind sie mit einem wunderbaren Tor. Sind sie herangekommen. Rückhandschlenzer aus halblinker Position von Lisa Altenburg. Und da war die Torhüterin Natalie Kubalski einmal nicht auf der Höhe. Nur mal eben angehebt von halb links. Das 2:4 für den UAC Hamburg nach gespielten 9 Minuten 22. Und das Sören, das öffnet das Spiel jetzt eigentlich, den viel für sich haben. Aber da liegt er meiner Meinung nach aber auch verkehrt. Die Entscheidung von Gabi Schmitz hier eigentlich richtig. Die Spielerin stand direkt davor und die UACerin wollte nichts anderes als ausschließlich die Ecke holen, weil sie nämlich von außerhalb des Schusskreises den Ball da reinzwiebelte. Da muss man schon für DAC pfeifen, um zu schützen. Oh, das ist ja jetzt mal ein kritischer Pfiff-Tor für den UAC. Da hatte Gabi Schmitz schon auf Ecke entschieden, aber noch nicht gepfiffen. Genau. Also sie hatte die Ecke angezeigt, hatte noch nicht gepfiffen. In dem Moment ist der Ball im Tor und zum 3:4 für den UAC Hamburg. Wahrscheinlich beide Trainer vielleicht das noch aufzuheben für die letzten. Ja, das so sehe ich das auch. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Auszeiten an ihn noch kommen werden. Da ist die Strafecke für den Düsseldorfer AC gefordert im Kreis. Man konnte die Anbahnung dieser Ecke sehen. Die ganzen Fans des Düsseldorfer AC sind da mitgegangen in der Szene. Ja, bis dann auch letztlich Michel Meister die Ecke auch wirklich gepfiffen hat, die auch berechtigt ist. Aber man muss der Schiedsrichterin wenigstens die Chance geben, die Pfeife in den Mund zu nehmen. Auf jeden Fall, jetzt erst einmal die Strafecke. Wer steht da? Da steht Luisa Steindor, ist da. Und Eileen Hoffmann, mit der Nummer 11, Daya Möllenberg, so, vom Düsseldorfer HC. Steindor ins Tor an Yvonne Frank, halb hoch vorbeigelöffelt. So will ich das mal sagen, auch wieder direkte Ablage zum 5:3. 2 Tore wieder vorne der Düsseldorfer HC. Und diesmal stand jemand auf der Linie. Natürlich ist es aber auch schwer, den Ball zu sehen. Der kam ja ganz knapp hinter Yvonne Frank. Das heißt, die Spielerin auf der Linie sieht unter Umständen den Ball erst, wenn er an Yvonne Frank, die rechte Seite, will ich sagen, genau da kommt der Pass auch hin auf die rechte Seite, versucht man reinzukommen. Aber Unachtsamkeit, den Ball leichtfertig abgegeben, Ballbesitz für den Düsseldorfer Hockeyclub im eigenen Schusskreis, versucht man rauszukommen. Fuß, Vorteil gelaufen, Vorteil gut, wieder Vorteil, weiter geht's durch den Düsseldorfer AC, alleine auf Yvonne Frank, das 6:3. Und da moniert
Klasse den Schläger stellen, für meine Begriffe aber nicht. Sauberes Tor sehen. Die Spielerin mit der Nummer 3 ist attackiert worden. Annika Spring von einer Hamburger Spielerin setzt sich da durch den tickenden Ball, lässt Michelle Meister Vorteil laufen. Für meine Begriffe zu Recht Vorteil. Den Schläger stellen sehen, eigentlich ein schönes Tor. 6:3 für den Düsseldorfer HC hier. Wieder 3 Tore vor zu einem Zeitpunkt, Sören, womit man da eigentlich nicht gerechnet hat. Beim 4:3 denke ich, okay, es sieht alles nach dem UAC aus. Jetzt aber der UAC Schlussfall. Das ist die Ecke. Das muss die Ecke geben, weil nämlich ein Düsseldorfer Schläger hoch war. Ja, und das ist kein Siebenmeter, ist richtig. Nein, die Düsseldorfer monieren, dass der Ball ins Aus gegangen wäre und nach wie vor danach auch ins Aus geht. Aber es stand eine Hamburger Spielerin da, direkt auf der Torauslinie, und die hätte den Ball gekriegt, wenn er flach gewesen wäre. Wenn ja der UAC jetzt rankommt, dann mittlerweile schon 23 Minuten gespielt hier in dieser Ecke jetzt an für den UAC Hamburg. Und gehalten von der Torhüterin, aber auch schwach geschossen, der Schlenzball. Deswegen, das muss man mal sagen, von Roda Müller-Wieland. Da hätte man eigentlich ein bisschen mehr draus machen können. Das war nicht ganz so schwer für die Torhüterin Natalie Kubalski, den Ball zu entschärfen. Und die Düsseldorferin jetzt natürlich mit der zusätzlichen Luft dieser 2 Tore. Das stärkt die Moral und das bringt denen ihr Selbstbewusstsein. Und jetzt denke ich mal, wenn jetzt eigentlich einer eine Auszeit nehmen muss, dann ist es eigentlich Klaas Helke. Oh, und super. Dann kontern sie aus mit einem wunderschönen Tor. Über halb rechts geht der Ball. Dann kommt ein Querpass auf Celine Orutz, was? Auf die Spielerin Celine Orutz mit der Nummer 14 beim Düsseldorfer HC, die dann hier zum 7:3 das macht. Und jetzt sind noch 6 Minuten zu spielen. Und da sage ich, wenn Klaas Henkel sich jetzt die Auszeit überlegt hat, die Auszeit zu nehmen, Sören, ich denke jetzt auch. Teschko steht ja diesmal gut. Wir müssen auch sagen, dass Klaas Henkel vielleicht die Auszeit wirklich hätte früher nehmen müssen. Beim Stand von 3:4 hat vielleicht ein bisschen spekuliert, wenn es 4:4 steht, kurz vor der Verlängerung, dass er dann die Auszeit nimmt. Aber jetzt ist Jana Teschko wieder im gegnerischen Kreis, Ball ist hoch und es gibt Ecke für den UAC Hamburg. Kommen die jetzt? Das wäre es ja jetzt. 5 Minuten noch zu spielen. 3:7 zusätzliche Feldspielerin wird kommen beim UAC Hamburg. Das ist Katharina Otte. Und die Torhüterin wird gleich rausgehen. Yvonne Frank. Das heißt, wir werden mit 6 Feldspielern spielen. Hockey 6. Ja. Okay, dann gehen sie. Das wollen wir mal sehen. Stoppen. Und die beiden, ich lege mich fest, Müller wieder wird schießen. Weil ja schon die zusätzliche Feldspielerin Katharina Otte bereitsteht. Da kommt sie. Roda Müller wieder. Super gehalten. Das ist super stark. Ball kommt wieder zurück. Janne Müller wieder. Und jetzt ist die Pille drin. Feldspielerin auf dem Platz. Das war ganz stark, wie sie nach der Ecke weitergespielt haben. Super gehalten, erst von Kubalski. Aber dann Janne Müller wieder auf Roda Müller wieder direkt raus auf Hillmann und die macht den Ball dann rein. Das war gut gespielt dann am Ende. Und jetzt gibt es Bulli. Und also jetzt, ich bin jetzt wirklich gespannt. Noch 3 Tore Rückstand für den UAC, aber eine Feldspielerin mehr. Das Henkel jetzt oben raus. Wir hören rein mit der Tonangel und hören in die Auszeit des UAC. So, Ruhe. Kata macht ihren Job, ihr macht euren Job. Mega von innen. Wir verzichten jetzt darauf, hier in der Zone 2 jemand zu stellen. Nur Zone 1, da ist Kata. Alles andere holen wir jetzt sauber raus. Eigener Aufbau. Dreier, Center, Kata. Du bist nämlich hier oder hier, nicht da vorne. 2 tief, einer auf jeden Fall hier und einer, der zwischen den Positionen pendelt. Wir wollen wirklich schnell durchpassen, die Ecke freispielen. Hier hinkommen, entweder da geht was, auf geht's, oder auf so, alles auf eine Karte, das ist die Ansage von Klaas Henkel, das gehören wir, friss oder stirb. Und 2 Minuten 40 Sekunden, Düsseldorf, Berlin, 600 Kilometer. Vielleicht kommt der eine oder andere noch morgen aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt angereist. Denn jetzt sind nur noch 20 Sekunden zu spielen und Nico Süßenburger, der hat das noch gar nicht, glaube ich, so richtig realisiert. Jetzt langsam, jetzt klatscht er, jetzt weiß er, 15 Sekunden vor dem Ende. Der Düsseldorfer HC steht morgen im Finale um die deutsche Meisterschaft, wo dann der Nachfolger von UAC Hamburg von der Mannschaft von Klaas Henkel gesucht wird, die hier jetzt mit 4:7 unterlegen sind. Gleich kommt die Sirene und wir gratulieren vom Kommentatorenplatz aus dem Düsseldorfer HC zum Einzug ins Finale und geben damit zur Spiel zu Michael Donnermeier und Tanja Klaus. Unsere Mannschaft UHC Hamburg.
Ja, Sabine Markert, Mannschaftsführerin des Düsseldorfer SC. Herzlichen Glückwunsch zum 1:0 ins Finale. Wann war euch selber bewusst, das ist jetzt unser Ding und das ist jetzt sicher zu Hause? Ja, erstmal danke. Ich glaube, so mit dem, wir haben 7-4, mit dem 7-3 war es dann endgültig, dass wir, also da standen, saßen wir alle nur strahlend auf der Bank und dann jeder, der reingekommen ist, wusste, was er machen musste und als das 7-4 gefallen ist, war auch, also da hatte jetzt keiner mehr Sorge von uns, weil wir wussten, wenn wir jetzt 2 Minuten noch verteidigen, dann sind wir im Finale. Bei echten Insidern wart ihr relativ hoch im Kurs vor diesem Halbfinale. Für das normale Publikum war der Titelverteidiger der UAC Hamburg der glasklare Favorit. Siehst du das auch so? Ja, also die Insider haben ja alle schon vom vorgezogenen Finale gesprochen, aber dann auch immer, wie stark der UAC ist. Wir wurden jetzt gar nicht so klar benannt bei den Vorberichten. Ja, aber wir wussten, wie gut wir sind und dass wir, wenn wir alle es schaffen, unsere Leistung zu bringen, dass wir ja, es packen können. Ihr habt rotzfrech angefangen. Keinerlei Respekt vor dem Titelverteidiger, ist doch sofort belohnt worden. Ja, Gott sei Dank. Also, war das der Plan, so rotzfrech anzufangen? Ja, der Plan war schon, sofort Druck zu machen, weil dann sind wir sofort im Spiel. Und es hat die ganze Saison geklappt und warum sollten wir jetzt alles auf einmal umstellen? Dann wurde es ja nochmal eng. Es stand auf einmal 4:3, der UAC war dran. Und da dachte so jeder, okay, jetzt kippt das Ding vielleicht. Ja, wir vielleicht auch ganz kurz, aber dann haben wir recht schnell das 5:3 geschossen. Und dann wussten wir alle, okay, können es doch schaffen. Gibt es einen Wunschgegner für morgen? Nee, also Westfinale wäre zwar ganz schön, man kennt sich. HTHC haben wir noch nie, glaube ich, in der Halle gespielt. Also deswegen, wir lassen uns gleich überraschen. Also okay. Es ist total egal. Hauptsache wir sind im Finale. Okay, vielen Dank. Nico Susmung, erstmal herzlichen Glückwunsch. Nicht jeder Insider hatte den Düsseldorfer HC so auf der Rechnung gehabt. Der OHC als Titelverteidiger war also für die meisten der leichte Favorit. Ja, aber es ist ja ein K.O.-Spiel. Ich glaube, dann kann man so einen Favoritenstatus, glaube ich, eher ausschalten. Dass OHC eine Spitzenmannschaft hat, das steht ja außer Frage. Aber dass wir diese Saison Hallenhockey spielen können, haben wir jetzt in der Saison auch schon gezeigt. Und ich finde, wir haben heute hochverdient gewonnen. Ihr seid rotzfrech angefangen. Ihr habt sofort Druck gemacht und man merkte, damit kam der OHC erstmal gar nicht klar. Ja, also es war jetzt auch ein Plan, zumindest mal da am Anfang ein bisschen Druck zu machen. Aber wir haben uns jetzt ehrlich gesagt nicht großartig auf UAC eingestellt, sondern die Sachen gespielt, die wir die ganze Saison schon spielen, die wir können. Und dass die heute natürlich dann so gut aufgehen, ist natürlich umso schöner. Beim 4:3 drohte das Spiel eventuell zu kippen. Nein, da kam der UAC ein bisschen ran, nur noch auf ein Tor. Und dann passierte eigentlich das Ungewöhnliche, dass ihr dann die Tore machtet. Da dachten ja schon viele, okay, jetzt geht noch was aus Hamburger Sicht. Selbstverständlich, also es war jetzt ja auch nicht zu erwarten, dass hier irgendeiner deutlichen Sieg nach Hause bringt. Wir haben in der Phase unsere Konter nicht klar ausgespielt, das haben wir uns anders vorgenommen. Ich hoffe, dass wir da morgen noch mal eine ganze Ecke drauflegen können und dann vielleicht auch eine Chance haben, jetzt hier mit dem blauen Wimpel nach Hause zu fahren. Wunschgegner für morgen? Nein. Also wir haben eine sehr gute Freundschaft mit Uhlen aus Mülheim. Weiß ich nicht, ob man jetzt eine Freundschaft mit den Uhlen aus dann jetzt in einem Finale austragen muss. Aber für uns einfach sensationell, überhaupt mal im Finale zu stehen. Und jetzt schauen wir einfach, was passiert und nehmen alles, was kommt. Gut, dann wünschen wir aus Sicht von Center TV Düsseldorf alles Gute. Dankeschön. Klaas, ich will das Spiel mal so aufteilen, so in zwei Phasen. Anfangsphase, Düsseldorf macht mordsmäßig Druck und es sah so aus, als wenn er damit nicht so ganz klar gekommen sei. Hey, wir sind ein bisschen, also mit Düsseldorf hatten wir heute keine Probleme, wir hatten heute viele Probleme mit uns selber, muss man nach dem Spiel sagen. Eine Mannschaft hat das, was sie kann, auf den Punkt auf die Platte gebracht heute und wir waren, das haben wir alle gesehen, die uns die Saison zugeschaut haben, halt Lichtjahre entfernt von dem, was wir können. So, und damit hatten wir heute viel zu kämpfen, mit dem Gegner weniger, heute wirklich viel mit uns. Beim 4:3, da war er ja noch mal richtig dran. Da dachte man so, okay, jetzt habt ihr es gedreht. 4:1 Rückstand, 2:4, 3:4. Ja. Ja, also, dann, also auf jeden Fall waren wir in der zweiten Halbzeit, wenn wir ohne diesen Malus des Beginns da mit 0:3 und so, wären wir in der zweiten Halbzeit zumindest irgendwie das offen gehalten oder so, oder auf Augenhöhe oder wie auch immer. Aber auch das noch weit weg von unserer Leistung, was mich viel mehr beschäftigt. 3:4, ja. Okay, wir hatten schon vorher eine Phase, wir kommen, finde ich, gut aus der Halbzeit. Und dann bei 1:3 kriegen sie Meter nicht, gleich am Anfang nach 2 Minuten. So, aber auch das, dass wir überhaupt da irgendwie Schiedsrichterhilfe bräuchten, ist eigentlich nicht unser Stil. Also ich glaube, dass wir mit Bestform heute hätten gewinnen können hier.
oder gewinnen müssen, glaube ich. Und wir beschäftigen uns jetzt damit, warum das heute nicht geklappt hat, weil die Heimsaison ist ja noch nicht vorbei. So. Und, wir haben noch Europapokal. Genau. Und ja, aber die Düsseldorfer haben verdient gewonnen, weil sie ziemlich genau das, was sie können, auf die Platte gebracht haben. Und wir halt um Längen nicht. Okay, recht herzlichen Dank.